Hallo ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen bei Auf dem Klo mit Tennis. Einem der klassischen Games aus dem Startline-Up des Gameboy. Ja, und haben wir uns auch noch nicht angeguckt, ist mir mal aufgefallen. Deswegen rein damit. Eigentlich kann man sich hier nur einen Spielmodi aussuchen gegen den Computergegner, solange ich hier kein Link-Kabel habe. Ja, wobei, das ist bestimmt geil, ne? Das macht doch zu zweit bestimmt richtig Bock über Link-Kabel. Computergegner ist ja immer nur so ein bisschen Glückssache. Ich bin mal gespannt, wie fit der jetzt hier bei Level 1 ist. Ich steuere übrigens den in den dunklen Klamotten. Die Charaktere sehen so ein bisschen wie so ein Mainzelmännchen aus. Ah, scheiße. Ja, und ihr seht gerade, Mario ist unser Schiedsrichter. Ne? So hat man damals Videospiele verkauft. Genauso wie bei Alleyway, wo er in dieses Spaceship einsteigt am Anfang. Und ansonsten sieht man ihn nicht im ganzen Spiel. Oh! Oh Mann, also für Level 1 hält der gut dagegen, muss ich ja mal eben sagen. Hallo, ich habe dieses Spiel eigentlich reingemacht, damit ich euch ein bisschen was erzählen kann. Aber irgendwie macht er mich gerade nackig bis auf die Unterbuchs. Das war ja schon fast ein Bäckerhecht, den ich da hingelegt habe. Scheiße, ey. Meine Güte, meine ersten Punkte. Vielleicht soll ich gleich mal Level 5 nehmen, vielleicht ist das ja einfacher. Oh nein! Mario, was machst du denn da? Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich Kontrolle über die Schlagstärke habe. Was ist denn, wenn ich B drücke? Ah, dann macht er so einen hohen Ball. Mit links, rechts kann ich natürlich entscheiden, wo der Ball hinfliegen soll. Das war natürlich eine richtig geile Entscheidung. Und jetzt kommen wir doch noch mal ein bisschen ran an ihn. Nein, ich schicke dich in die Richtung. Und jetzt in die. Lauf! Du bist doch beim Ball, Junge. Oh, scheiße. Jetzt schickt er mich hier durch. Oh, scheiße, mein Controller. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hat er mich mal eben hier in dem ersten Spiel richtig abgezogen, ey. Oh, jetzt hat er auch noch Aufschlag. Oh, Mario, du bist aber auch ein bisschen kleinlich, oder? Ey, verdamm ich doch. Oh. Was ist denn hier los, ey? So. Oh, nein, scheiße. Ja, so ein Sprung wäre mal nicht schlecht, ne? Wenn man das machen könnte. Alter Lachs, ich habe eigentlich dieses Spiel ausgesucht, damit ich ein bisschen was erzählen kann nebenher. Denn vielleicht hört ihr es, ich habe so mir leichten Schnüpperken abgeholt am Wochenende, weil ich im Zelt geschlafen habe. Das war doch irgendwie nachts ganz schön fresh. Ja, anscheinend habe ich mir da so ein bisschen Schnüpperken geholt. Ich habe es schon mal in Vlogs und auch in der letzten Ausgabe Frag Onkel Weidemann erzählt. Wir machen einmal im Jahr im Freundeskreis so ein kleines Festival. Das war jetzt irgendwie zum 5. oder 6. Mal, wie wir festgestellt haben. Und ja, Festival eigentlich nur deswegen, weil wir halt zelten oder im Auto schlafen, je nachdem. Und ja, einfach uns auf einem abgelegenen ländlichen Bereich irgendwie treffen. Scheiße hier, da flopft er das übers Netz, ey. Und ja, einfach mal laut sein können, Lagerfeuer anschmeißen können und ja, ein bisschen grillen, trinken können und ja, also es spielen da keine Bands oder so, sondern wir nennen das einfach nur Festival, weil es genau dieses Feeling hat. Ne? Man ist mit Freunden ab von der Welt und kann geil Musik hören und bauen dann eine dicke PA auf. Letztes Jahr haben wir auch mal mit Krut ein bisschen da live gespielt, aber das ist dieses Jahr nicht möglich gewesen, beziehungsweise es war auch super laut letztes Mal. Das wollten wir diesmal auch lassen, weil irgendwo ist ja dann doch eine Ortschaft, die man nicht so stören möchte. Guck mal hier, ich hole auf, Punkte technisch. Ach, scheiße, hätte ich nicht zurückschlagen sollen. Ah! Naja, auf jeden Fall war das ein richtig geiles Wochenende. Einige aus dem Freundeskreis sind natürlich auch im Laufe der Jahre so ein bisschen weiter weggezogen und so kommt man dann nochmal zusammen. Leider waren nicht alle da, die man so dabei gehabt hätte gerne, aber ja, der Großteil hat sich schon irgendwie zusammengefunden. Von daher richtig geiles Wochenende gehabt. Ja, nur wie das so ist, ne? Irgendwas ist immer. Gestern war ich komplett platt einfach nur, weil wir natürlich ordentlich reingehauen haben. Naja, und heute geht's dann wieder. War ja auch, komm gerade von der Arbeit. Und irgendwie war es heute doch ein bisschen anstrengender auf Arbeit, weil man anscheinend doch noch nicht so fit wieder ist. Naja, und wenn dann noch so ein Schnüpperken dabei ist. Aber gut, so ist das Leben, meine Lieben. War auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Wochenende. Ja, und dieses Spiel hier ist ja wirklich tausendmal schwerer, als ich gedacht habe.
Gott. Oh. Ich glaube, ich habe gerade mal 5 Minuten, kann das sein? Und der macht mich hier wirklich nass bis auf die Unterbuchse. Ja, wir haben auch festgestellt, nur noch 9 oder 10 Tage. Dann ist Summer Breeze, ne? Dann steht das nächste richtige Sommerfestival an. Da freue ich mich auch schon total drauf. Ich will jetzt hoffen, dass der Schnupfen nicht richtig ausbricht. Dann habe ich dann nämlich immer noch damit zu tun, wie ich mich kenne. Das war doch mal ein Spielzug hier. Sondern dass es jetzt wirklich nur ein kurzes Anflüglein von Schnupfen ist und ja, dass ich da bis dahin wieder richtig fit bin. Denn da habe ich richtig Bock drauf. Summer Breeze hat dieses Jahr ein richtig geiles Line-Up. Sind viele Sachen bei, die ich entweder ewig nicht gesehen habe oder die ich noch gar nicht gesehen habe. Von daher super, das wird geil. Und auch für die Wrestling-Fans ist was dabei. Der Rock'n'Roll Wrestling Bash, das ist ja so eine Underground-Veranstaltung, macht auch Stopp auf dem Summer Breeze für 2 Dates. An einem Tag sind wir, glaube ich, noch nicht da, wo der ist, Dienstagabends oder so. Aber Mittwochabends sind wir da. Da werde ich dann mal gucken, ob wir uns eine Show angucken. Das ist ja so richtig auf trashig mit so einer Liveband dabei und sind natürlich keine bekannten Wrestler dabei, aber ist halt so eine Underground-Veranstaltung. Das wird bestimmt richtig lustig. Also da habe ich total Bock drauf. Hoffentlich ist das Zelt, wo das stattfinden soll, nicht zu voll. Naja, aber auch wie gesagt, so der Rest des Festivals, da freue ich mich auch so richtig drauf. Richtig geile Bands dabei. Ey, ich will doch zumindest mal ein Spiel gegen den Computer gewinnen. Das muss ja noch niemals der ganze Satz sein, aber... Oh. Weil ich den zurückschlage, kriege ich trotzdem nicht den Punkt, oder was? Ah, ne, man hat ja 2 Aufschläge, ne? Ihr müsst mir bitte mal einen Tipp geben, wenn ihr euch mit dem Spiel gut auskennt. Es gibt doch bestimmt 1000... der zweite Satz, super. Es gibt bestimmt 1000 Tricks bei diesem Spiel, auf die ich jetzt hier gerade spontan nicht komme. Wie kann ich meine Anschlag- oder Aufschlaggeschwindigkeit variieren? Okay, mit hoch und runter kann ich so die Schlaghöhe auch variieren, habe ich gemerkt. Boah. Aber wie der so richtig Power gibt, das habe ich aber auch noch nicht gemerkt hier. So mit hoch, das ist natürlich klar, mit B. Ah, das war gut. Ja, aber... Oder so ein Sprung, ne? Kann man vielleicht irgendwie so einen Hechtsprung machen? Auf Select funktioniert irgendwie auch nichts, glaube ich. Ach, wenn er genau vor den Füßen landet, ne? Was für ein Scheiß. Ach. Boah, Mann, ey. Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, so normal stört mich der Schnupfen überhaupt nicht. Aber heute auf Arbeit im Büro oder auch jetzt hier, wenn ich hier jetzt wieder am Tisch sitze... vielleicht liegt es an Schreibtischen, keine Ahnung. Irgendwie habe ich den Eindruck, dann ist der Schnupfen schlimmer, ne? Dann stört einen das viel mehr als sonst so. Wenn man, zum Beispiel, wo ich heute im Auto unterwegs war, hat er mich gar nicht gestört. Zack, bumm, schon wieder aus. Ich glaube, wir haben jetzt auch so 8 bis 9 Minuten haben wir auf jeden Fall voll. Ich will euch auch nicht länger quälen hier. Wir machen das Spiel eben noch zu Ende. Scheiße. Ja, sind ja jetzt nur noch 2 Punkte für ihn. Dann hat er das Spiel auch gewonnen. Oh. Leute, also unterschätzt mal den Schwierigkeitsgrad von diesem Ding hier nicht. Das ist ja Arcade-Schwierigkeit. So. Jetzt wird es nochmal spannend, Leute. Gewinne ich etwa mal ein Spiel? Ist das möglich? Das war jetzt mal gut. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wofür ist denn dieser hohe Schlag nochmal gut, ey. Das ist natürlich praktisch, wenn der Computergegner so ein bisschen nach vorne kommt. Jetzt vielleicht. Nein! Oh, hat er mich da... Jetzt hat der Vorteil. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt muss ich wieder ausgleichen. Oh nein, scheiße! Oh. Leute, ich habe es echt versucht, ne? Aber der hat mich jetzt 8-mal abgezogen. Das ist doch die Röhe. So, bevor ihr jetzt noch eine Niederlage von mir seht, sage ich vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Tut mir leid, dass ich heute so eine beschissene Vorstellung hier geliefert habe, aber...
krankheitsbedingt natürlich ist das so ein Ding. Apropos krankheitsbedingt, ich kann jetzt nicht wirklich garantieren, dass die Woche noch ein Video auf euch wartet, denn vorproduziert habe ich nichts. Ich wollte eigentlich meine Pickups bringen diese Woche, aber die müsste ich natürlich noch aufzeichnen. Und das ist jetzt auch sehr davon abhängig, wie das so mit meinem weiteren Krankheitsverlauf ist. Von daher, seid mir nicht böse, wenn diese Woche nichts mehr kommt, dann wisst ihr, dass es schlimmer geworden ist. Ja, und wenn ihr Glück habt, kommt noch irgendwas. Ansonsten spätestens nächste Woche wieder auf dem Klo. Ich sag bis dahin, bleiben Sie geil, kommen Sie wieder. Und schön, dass ihr dabei wart. Wir machen natürlich den Abzug auch für heute, wie der sich das hier auch hier hören tut. Ne? Tschüss.